Hallo zusammen, hallo. Wir begrüßen euch mal wieder aus dem Whisky Award in Oberhausen und wollen euch heute gerne mal wieder einen schönen Whisky näher bringen. Näher bringen, pass auf. Ach, der Olaf wieder. Nah genug? Ja, nah genug. Olaf, setz dich wieder. Immer dieser Olaf. Der hat auch nur Flusen, Flausen im Kopf. Sieht doch keiner auf die Entfernung. Nee, stimmt auch wieder. Nein, der hat nur Flausen im Kopf. Auf jeden Fall ist der liebe Olaf heute auch wieder dabei, wie eigentlich immer. Standardbesetzung. Wir haben heute mal ein bisschen was anderes mitgebracht. Wir haben einen nicht mitgebracht, sondern hier aus dem Regal genommen. Den hatten wir am Donnerstag beim offenen Tasting zum ersten Mal im Glas. Und einige Leute waren davon begeistert, unter anderem ein nicht sehr unbekannter Mensch aus der Whisky.de Facebook-Gruppe, der Dirk Lunken. Hat ihn sehr gemocht. Es geht heute um einen Single Grain Whisky, einen 28 Jahre alten Single Grain von der Caledonian Distillerie. Wahrscheinlich vielen, vielen Leuten unbekannt, diese Distillerie. Olaf hat sich da mal schlau gemacht, wer das eigentlich ist. Ja, die sind hauptsächlich deshalb unbekannt, weil es keine Originalabfüllung der Distillerie gibt. Bis auf diese vor uns stehende Abfüllung für den Whisky Hort haben wir noch zwei weitere im Netz finden können über den unabhängigen Abfüller Douglas Lane. Die Caledonian Distillerie, im Volksmund auch einfach The Kelly genannt, geht zurück auf das Jahr 1855. So ab 1830 hat die Graham Mansell Company Whisky destilliert in einer Destillerie, die aber zu klein war und nicht erweitert werden konnte aufgrund der räumlichen Lage. Dann hat man sich nach was anderem umgeguckt und in Edinburgh, in der Nähe des Haymarket, diese Destillerie Caledonian gegründet. Zunächst noch als Edinburgh Distillerie begonnen, kurz darauf dann umbenannt. Ja, und von 1855 an haben die durchproduziert bis 1988, obwohl sie im Zweiten Weltkrieg 1940, irgendwann im September, von einer Bombe getroffen wurden und da ein Großteil der Lagerbestände und der umliegenden Gebäude zerstört wurde. Man hat dann aber alles wieder aufgebaut, weiter produziert, wie gesagt, bis 1988 und hat die Destillerie dann geschlossen. 1997, die Produktionsanlagen waren längst abgebaut, sind auch die Gebäude noch umgewandelt worden in Wohnanlagen, so dass von der eigentlichen Destillerie heute nichts mehr zu sehen ist. Dafür war recht interessant, die Destillerie während ihrer Produktionszeit in zwei Punkten besonders. Zum einen hatten sie zu ihrer Zeit die weltweit größte Coffee Still. Das Ding hatte ein Fassungsvermögen von 3700 und etwas Litern, genau 1000 Gallonen, um der Historie da Genüge zu tun. Und sie waren eine Zeit lang eine der größten, teilweise sogar die größte Destillerie in England, Schottland, in dem Bereich. 200 Leute haben dort teilweise gearbeitet, 11 im Management, also es war schon ein recht großer Schuppen. Ja, so viel zur Distille. Zum Abfüller vielleicht noch mal ganz kurz, auch sehr unbekannt natürlich, ein sehr kleiner unabhängiger Abfüller aus Deutschland, der Wolfgang Kromm, der, ich weiß nicht wann es war, er hat mir das mal erzählt, vor einigen Jahren irgendwann zum ersten Mal in Schottland auf Urlaub war mit seiner Frau und dort den Whisky lieben gelernt hat und dann beschlossen hat, ich mache jetzt neben meinem Beruf, kaufe ich auch noch so ein bisschen mal Fässer ein und fülle die ab unter meinem Label Kromm. Er hat dann oft diese Tierkreiszeichen, Sagittarius und so weiter benutzt für die Abfüllung. Da haben wir ja einige von. Und ganz zum Schluss jetzt, vor einigen Monaten war es so, dass er gesagt hat, ich packe das zeitlich und wie auch immer nicht mehr. Ich will das jetzt alles hinschmeißen, möchte mich aber trotzdem noch mit der Materie beschäftigen. Deswegen gibt es aktuell halt noch Abfüllungen unter dem Label Kromm, Bottled for Whisky Hort, weil er das selber nicht mehr vertreibt. Er hat seinen Online-Shop, sein eBay-Geschäft alles niedergelegt. Und ja, wir arbeiten da ganz nett zusammen. Ist ein sehr toller Mensch, der Wolfgang. Und jetzt hat er uns vor kurzem halt diesen Caledonian besorgt. Ja, Zeit, den auch mal unter die Lupe zu nehmen oder jetzt unter die Nase, besser gesagt. Sollten wir den auch mal probieren. Ja. Wenn der Dirk Lunken sagt, der ist gut,
dem Dirk Lunken würde ich nie unterstellen, dass der keine Ahnung von Whisky hat. Ja, sehe ich genauso. Ja, ach so, vielleicht übrigens aber noch mal eine Geschichte. Es ist ein Single Grain, es ist kein Single Malt. Es gibt halt deswegen auch eigentlich überhaupt keine Originalabfüllungen davon, wie es auch von vielen anderen Grain-Distillen wie Invergordon oder Stress, nicht Stress Mill, Stress Clyde und so weiter gibt. Da läuft im Prinzip die komplette Produktionsmenge in die Blended Whisky-Industrie rein. Ne? Und ja, aber trotzdem, wir wollen heute mal Single Grain probieren. Ja. Schöne helle, hellgoldene Farbe, finde ich. Ja. Also wie bei fast jedem relativ alten, guten Single Grain, im ersten Moment erstmal ganz viel Süße, ganz viel Honig. Mhm. Honig? Nein, Honig. Honig. Honig sagt, hier sagen wir Honig. Honig sagt immer jemand anders. Ich sag jetzt nicht wer. Ja, und ich finde auch sehr, sehr frische, sehr leichte Noten. So erinnert mich ein bisschen an frisch gemähtes Gras, was so gerade anfängt zu heu zu werden, zu trocknen. Ja, so ein bisschen Kräuterwiese, Kräutergarten. Ja. Ne, so. Kommt trotzdem aber auch, finde ich, Frucht. Ein bisschen melonig. Ich probiere schon mal. Ja, mach mal. So eine Gallia-Melone, dieses von innen leicht grünliche Ding in die Richtung, erinnert mich das. Slange dann, ne? Dito. Ah, und da kommt so ein ganzer Schwall an Wildkräutern. Läuft mir über die Zunge. Mhm. Das ist so der erste Eindruck. So 10 verschiedene Kräuter, klein gehackt oder püriert oder wie auch immer, und die befinden sich gerade auf meiner Zunge. Und es prickelt. Ja. Wie viel Prozent hat er eigentlich? 54,6. Ich habe keine Brille auf. 54,6. Prickelt ganz gut. Ist aber ein angenehmes Prickeln, leichtes Prickeln, finde ich, also nicht, dass der Alkohol jetzt irgendwie brennt oder so oder unangenehm ist. Sehr schön. Sehr süß auch, trotz der Kräuter. Hat ein bisschen was von so einem leicht würzigen Waldhonig sowas. Oder Wald, ja, okay, so Kräuter, Waldhonig, wie auch immer. Da sind die Kräuter wieder halt. Genau. Macht sich gut breit im Mund, aber das mit so einer, also der haut nicht rein, sondern der kommt so, ich sag mal, leicht angetänzelt, fruchtig, leicht, süß. Da ist jetzt die Melone nicht mehr ganz so ausgeprägt, finde ich. Ich entdecke Birne, süße Birne. Ja, also Apfel und Birne, aber in reif. Ne? Ja, genau, ja. Ja. Ja, und bei Single Grains finde ich immer auch relevant halt, ich trinke die schon am liebsten, wenn sie ein gewisses Alter haben. Und wir haben am Donnerstag hier so ein bisschen gefachsimpelt und der Dirk hat dann hinterher noch den 43-jährigen Invergordon und den Cambus, wie alt ist der jetzt, habe ich gerade das Alter nicht im Hinterkopf, die drei miteinander verglichen. Weil er zuerst wirklich meinte, er fände jetzt den Caledonian am besten von diesen dreien. Er fand nachher doch den Invergordon besser. Man muss aber sagen, der, ich sage jetzt mal direkt einen Preis, der kostet 99 Euro, ist 28 Jahre alt, ist ein Spitzengrain. Der Invergordon
ist 43 Jahre alt und kostet dafür auch, jetzt muss ich schon wieder überlegen, 149. 50, meine ich, ja. 149. Wobei es da auch eine vergleichbare Abfüllung vom Whisky Base Shop mal gab. Der kostete, ich will jetzt nicht lügen, war der nicht bei 169? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, gut, der Invergordon, der 43, ist sicherlich ein bisschen gefälliger, süffiger, einfacher zu trinken. Der ist ein bisschen komplizierter zu trinken, der hat mehr Ecken und Kanten, finde ich jetzt. Ja, ja? Sehe ich genauso. Finde ich persönlich jetzt aber auch gut, genau. Weil sowas gefällt mir einfach besser, wenn ich mehr habe, wo ich mich dran festbeißen kann, wo ich mich mit aufhalten kann und mich mit beschäftigen kann. Das sind Whiskys, die mir in der Regel besser gefallen. Besser als wenn ich sowas einfach nur so, ja, mal eben kurzen Schluck nehme und da bleibt nichts von hängen. Hier schon, sehr schön. Ich sag, diese ganzen fruchtigen, leichten Noten, für mich ein idealer Sommerwhisky. Sag mal, habe ich da eventuell noch ein bisschen so Himbeere oder Kirsche oder irgendwas? Meine ich zumindest. Kirsche, ja. So eine Sommerkirsche habe ich da noch. Ja, diese, oh, wir hatten früher, als ich klein war, so einen riesengroßen Kirschbaum vor dem Haus, so Speckkirschen, Glaskirschen, ich weiß nicht, wie die hier heißen. In die Richtung geht das, ja. Nicht so dunkelrote Kirschen, etwas hellere. Und er wird von Schluck zu Schluck besser. Interessant wäre jetzt noch, Olaf hat noch ein Glas stehen, das haben wir vor einer halben Stunde eingeschenkt. Der konnte also gut atmen. Wäre nochmal interessant, was da für Unterschiede sind, neu gehen. Ne? Die Faustregel bei einem Whisky, ein Jahr Alter gleich eine Minute im Glas, kommt hier ungefähr hin. Knapp eine halbe Stunde hat er jetzt. Und ich sag mal, die Aromen in der Nase schon sind noch ausgeprägter geworden. Und dieses frische, grasige, würzige Kräuternote kommt stärker zum Ausdruck. Alkohol ist natürlich ein bisschen verflogen, von daher in der Nase auch deutlich noch angenehmer. Und wenn ich den jetzt im Vergleich probiere, der prickelt jetzt kaum noch. Zu den beschriebenen süßen Noten, kräuterigen Noten, kommt jetzt noch so ein leichter Eichenton, so eine Holznote mit rein. Macht den noch mal besser. Finde ich grandios. Ja, ich glaube, ich probiere da auch noch mal, was will. Ja, bevor es schlecht wird. Also ich hatte den am Donnerstag hier beim offenen Tasting auch kurz im Glas. War der einzige, den ich an dem Abend probiert habe. Ne, gar nicht wahr. Einer von zweien. Aber der hat mich so direkt geflasht. Das ist ein tolles Ding. Ist mal weg vom Mainstream. Ist kein Single Malt aus dem Bourbon-Fass. Ist kein Sherry oder Port oder sonstiges Fass beteiligt. Ist einfach straight ein Single Grain aus einem Bourbon Fass, Bourbon Barrel oder was steht drauf? Bourbon Barrel. Ohne Brille kann ich es nicht lesen. Aus einem Bourbon Barrel. Und ein schönes Ding. Und ich finde einen 28-jährigen Malt für 99 Euro mit der Qualität muss man auch schon erstmal suchen. Ja. Ne? Ja, darum ruhig auch mal einem Single Grain eine Chance geben. Ja, damit sind wir dann am Ende sozusagen, also am Ende des Videos zumindest. Ja. Ne? Genau. Wie gesagt, ich werde jetzt hier keinen Verkaufslink einblenden von dieser Flasche. Ist für 99 Euro bei uns im Online-Shop bestellbar. Man kann ihn auch hier probieren. Und an der Stelle vielen Dank mal wieder an den Olaf für seine Fachkenntnisse. Und vielen Dank an euch fürs Zusehen und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.